Ich war 20 Jahre lang in der Pflege tätig und kenne dadurch natürlich die Probleme, die es dort gibt. Und eines der großen Probleme ist eben dieser Sturz im Alter. Pucinato ist ein universitäres Spin-off, ist ein lateinisches Wort und steht für den Signalhornbläser. Genau das macht Pucinato. Wir schlagen mit unserer Sensorik Alarm, wenn sich ein Bewohner in einem Pflegeheim oder im Krankenhaus in Gefahr begibt. Das System funktioniert folgendermaßen, dass wir ein Luftpad unter der Matratze positionieren und dieses Pad Druck registriert. Die neue Innovation besteht darin, dass wir eben nicht nur Ja-Nein-Informationen dem Pflegepersonal liefern, sondern viel tiefgründigere Informationen können liefern, wie lange ein Patient im Bett ist, wie lange er geschlafen hat, was für Atemfrequenz das er hat, wie er sich bewegt. Und damit kann man viele Informationen bieten, die für das Pflegepersonal ganz wichtig sind. Mit diesen Daten kann man zwei große Bereiche unterstützen. Zum einen die Warnung, zum anderen kann man natürlich auch diesen Bereich Dokumentation unterstützen. Die Vision dieses Systems wäre schon, dass man Leute nicht nur im Krankenhaus, sondern eben auch zu Hause überwachen kann.